Freunde, willkommen bei DareSky zu einem weiteren Video und heute geht's um eine kleine Information zum Livestream. Ich habe im Hintergrund BOD offen, das sieht man, ich bin gerade dabei, die Straße weiterzumachen und hier haben wir unsere wunderbare große Brücke, wie man auch unschwer erkennen kann. Ich finde, die ist eigentlich richtig gut geworden. Da werden wir heute noch weitermachen, heute um 20 Uhr beginnt natürlich der Livestream, der Unreal Engine 4 Livestream. Heute geht's darum im Prinzip, also das kann ich schon mal direkt vorweg sagen, eine Tanke oder eine kleine Raststätte zu bauen. Ich weiß noch nicht, ob wir die hier oben bauen oder hier hinten vielleicht oder keine Ahnung, oder wir bauen hier ein bisschen weiter oder irgendwas anderes fällt uns ein. Wenn ihr Ideen habt, denkt euch gerne was aus, schreibt es in den Chat, was hier in die Nähe von so einem Hafen hinkommen kann. Also jetzt keine Stadt oder so, das kommt noch ein bisschen weiter weg, aber hier so in die unmittelbare Umgebung, denkt gerne euch aus. Wir haben hier eine Autobahn, hier haben wir eine Bundesstraße, die jetzt eine Autobahn wird. Und hier haben wir noch den Hafen, wo einige Dinge fehlen. Die Feuerwehrstation können wir auch schon mal anfangen zu bauen, theoretischerweise. Und damit würde ich mal sagen, so viel dazu. Wie gesagt, um 20 Uhr fängt der Stream an. Ich habe jetzt in letzter Zeit wenig Videos rausgehauen. Das ist wahr, das mag auch sein und vor allem auch wenig Unreal Engine Tutorials. Hat einen einfachen Grund, ich habe gerade überhaupt keinen Elan dafür. Und ich will euch keine schlechten Tutorials raushauen, weil ich gerade selber nicht genau weiß, was für Tutorials ich raushauen soll. Also ich wollte ja von dem Sprint-Tutorial noch ein Dingens machen, ein Video machen, das kommt auch noch. Aber so insgesamt würde ich gerne erstmal was Kleineres machen, weil ich momentan auch generell wenig Zeit habe. Ich war jetzt gestern auch wieder bis 3 Uhr nachts auf, damit, also hört sich nicht viel an, aber auf Dauer ist das echt nervig, damit irgendwie ich das hier mit der MySQL-Verbindung und so einer Datenbank hinbekomme. Was hat mich das Ganze gebracht? Ja, streng genommen eigentlich momentan noch überhaupt nichts. Hier ist übrigens der Schutzhafen, von dem ich ein Bild gemacht habe. Nochmal danke an die Leute, die auf Discord dann geschrieben haben, wie zum Beispiel der Blender Alien und der Computer Games. Das, den im Hafen ist mega geil, der Vegetationstouch ist genau richtig. Also erstmal danke an euch. Ja, so viel dazu. Hier haben auch andere Leute noch einiges geschrieben und zum Beispiel mit Rokor hat auch geschrieben, wie kann man das Aussehen von Charakteren ändern. Aber das sind eben so Sachen, die müsst ihr euch wirklich auf YouTube reinziehen. Das kann ich euch jetzt nicht auf Discord erklären. Das kann man auf YouTube irgendwann mal machen, dass ich ein Tutorial dazu mache. Aber das ist eben eine Angelegenheit, da müsst ihr eh schon mehr in der Engine drin sein. Das könnt ihr nicht jetzt einfach bam machen, ne? Also wie gesagt, der Stream findet um 20 Uhr statt und da ich so wenig Videos mache, gucke ich mir jetzt mal an, was es sonst noch für ein Tradradatsch gibt. Genau, die Bilder übrigens könnt ihr immer unter Updates finden oder unter BOD, okay, unser also General BOD Chat. Ich habe das nur verpeilt, die da rein zu posten. Und da habe ich dann hier so Bilder reingepostet, wie das nachher in-game aussieht. Das sieht auch genauso in-game aus, wenn die Sonne gerade am Untergehen ist. Also nicht denken so, wenn der tagsüber spielt, das sieht komplett anders aus. Tut's technisch gesehen nicht. Dann haben wir hier noch das schöne Bild von den Gleisen. Hier diese Szene ist eigentlich die Szene da hinten. Ich glaube, das war hier diese Szene. Wollen wir jetzt im Prinzip den Tag. Also, wenn wir im Prinzip jetzt die Post-Processing-Boxen sowas dahin machen. Ja, das sieht jetzt ein bisschen verändert aus, weil ich will jetzt nicht sagen, dass hier eine fette Säule dazwischen ist, aber hier ist eine fette Säule dazwischen und deswegen kommt die Sonne hier nicht mehr. Also, ihr seht schon, das tut genau einen Schatten werfen. Das ist optimal, dass dieser Lichteffekt hier leider nicht mehr zustande kommt. Aber wir könnten theoretischerweise, nee, von der anderen Seite eigentlich auch nicht. Ja, es ist blöd, weil jetzt genau die Sonne hier im Weg ist, ne? Aber mir gefällt hier diese Kreuzung. Die kommt auch noch, also da kommt auch noch mehr hin und so. Hier hinten geht's noch weiter, aber die Kreuzung gefällt mir irgendwie tierisch. Ich mag das. Vor allem hier mit der Ampel und dann hier diesen Schildern. Das ist eben wirklich so wie in echt, ne? Das ist eben, das gefällt mir echt. Okay, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich guck gerade noch einen YouTube-Kommentar, den ich bekommen habe. Genau, geht das Changelog. Ich habe noch einen Changelog gemacht. Das bedeutet, wenn ihr nachher, das werde ich heute noch einfügen, auf Projekte geht unter devcornetwork.de, auf Projekte und dann Battle of Decay, könnt ihr auch einen Changelog finden, was in den kommenden Versionen kommen soll. Ja, das ist das bisher, was im Prinzip noch geupdatet werden soll. Und ja, ich werde mal schauen. Umso weiter wir kommen, werde ich noch einen einzigen oder weiteren Eifer-Tester dazu holen, der auch noch, sorry, ein bisschen testet, aber jetzt noch nicht. Also, ihr könnt schon mal euch überlegen, ob ihr Bock dazu habt, und wenn ja, dann ist das cool, und wenn ich dann irgendwann mal ein Video mache, könnt ihr euch gerne melden, aber momentan noch nicht, gell? Momentan gibt es eben noch nichts. Ich habe ein paar Bugs gefunden, hier unten stehen auch noch ein paar Bugs, wurde als 9999er Ping angezeigt, das kriegen wir noch hin. Movement Lag, das ist ein kleiner Fehler, ich weiß nicht, warum der auftritt, aber den kriegen wir auch noch hin, und ja, sonst sind das eben nur so Kleinigkeiten. Dann, dieses YouTube-Studio, Creator Studio Beta, ist der größte Haufen Scheiße, den ich je gesehen habe. Die Analytics sind ganz in Ordnung, aber ich bleibe lieber bei dem Classic Studio, das müssen wir noch einstellen, weil da konnte man einfach viel besser alles sehen, vor allem auch mit den Kommentaren. Und gucken wir mal. Oh! Klysion oder Klysion schreibt 2000 Abonnenten. Oh, echt? Muss ich gleich nachgucken, also da bin ich schon ein bisschen gehypt. Destructor schreibt erster. Ich habe noch ein paar wunderbare Videosachen hier. Sky, wann?
Und dann schreibt noch der Ahnungslos, könnte ich bei euch als Admin, mich als Admin bewerben? Okay, viele Fragen zu dem Dark IP-Server. Ich schätze mal, ich muss den jetzt mal irgendwann langsam online bringen, sonst treten die mir die Haustür rein. Und damit würde ich mal sagen, wir gucken mal kurz nach und dann machen wir mal hier Schluss, ne? Nee, Leute, wir haben 1999 Abonnenten. Also wenn jetzt irgendwann mir jemand subscriben sollte, Leute, jetzt genau in diesem Moment irgendwann, dann haben wir die 2000 Abonnenten und dann kommt nochmal ein extra Video. Aber ich denke, das kommt dann am Montag, oder? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Was habt ihr Ideen für das 2000 Abonnenten Video? Gibt's da irgendwelche Ideen, irgendwas, was ihr haben wollt oder so? Oder soll ich mir da selber was ausdenken? Das geht natürlich auch. Und damit würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal oder bis heute Abend am besten im Livestream auf YouTube und auf Twitch. Und ja, schreibt gerne eure Ideen von Battle of Decay nachher in den Twitch-Stream oder unter das Video. Und die 2000 Abonnenten-Ideen natürlich auch gerne unter das Video. Und ja, aber hier die 2000 Abonnenten-Dinger unter das Video bitte, damit ich das besser mir speichern kann. Also damit ich irgendwo das stehen habe, ja. Und dann würde ich mal sagen, Glühsohn, es ist noch nicht so weit. Aber fast. Ja, aber ich nehme das schon mal an. Also ja, danke sehr für den Hinweis. Oh mein Hals. Und dann würde ich mal sagen, haut rein, du bist nächstes Mal bei der Sky. Bis heute Abend. Ciao, ciao. Oh.